So, wir sind mal wieder im Aulerhof, Ralf. Seit langer Zeit mal wieder. Aulerhof, Ralf Günther, Ralf. St. Martin ist vorbei. Karneval hat auch schon begonnen. Advent steht nächste Woche vor der Tür. Erzähl mal, was ist Programm? Was war letzte Woche Karnevalsbeginn? Ja, Pastor Lauten haben wir natürlich zünftig gefeiert. Wir Hühnerpöpper, wir waren dann mit einer Abordnung in Loma. Da war am 11.11. nochmal die Bekanntgabe, die offizielle beim Wolfgang Röger, beim Bürgermeister. Eine sehr gelungene Veranstaltung, nachher auch im Rathaus. Ich glaube, war sogar kleinere Kollegen von euch dabei vom WDR. Die sind natürlich nicht so bekannt. Ja, die kleinen, nee. TV. Ja, war eine sehr gute Veranstaltung. Abends. Wir überlegen ja schon, RTL aufzukaufen. Jetzt. Abends der Bach, dieses herrliche Stück, dieses Jahr gute Besserung. Mit dem Björn noch hin? Hochschulz ja. Als Erkan. Ganz hervorragend. Ja, und dann abends hier in der Theke, ne? Ganz normal. Martin haben wir selber hier was gemacht. Da, haben wir da wollte ich nämlich gerade, du bist ja der Präsident hier des Waldscheiner Kaderlandsvereins, der Hühnerpöpper. Ihr habt einen Martinszug gemacht, ne? Ja, aber ergänzend darf ich sagen, wir haben als Präsidenten dieser großen Karnevalsgesellschaft der Hühnerpöpper KG, haben wir den größten und längsten Architekten hier im Aggertal, und zwar den Jürgen Latus. Ja, man das stimmt. Man sieht ihn also nicht direkt, aber wenn er am Bänkchen steht, sieht man ihn und er macht das ganz toll. Er kommt langsam, aber heftig. Ja, genau. Und wir machen dann jedes Jahr, meistens an einem Montag, dann haben wir hier Ruhetag, machen wir den Martinszug für Erwachsene. Ich glaube, wir sind auch dran, das waren auch der Einzige. Ich glaube auch in Deutschland, der Einzige, damit auch weltweit, wo nur Erwachsene singen gehen. Hier bei befreundeten Geschäftsleuten, wie hier nebenan Tankstelle und Fortwasser. Dann hier bei der Edeltraut-Pasemann-Modestübchen und. Da kriegen wir überall natürlich ein Schnäpschen. Wir kriegen also keine Pralinen oder sowas. Und das ist richtig nett. Man muss ja dazu sagen, der Ralf Günther war ja irgendwann mal, genau vor 10 Jahren war ja Karnevalsprinz in Köln. Und du hast hier die Gaststätte Aulerhof in Waldscheid. Und du lässt dir schon einiges einfallen. Ne? Ja gut, das ergibt sich aber auch durch die, ich sag mal, Partnerschaft und Freundschaft mit den Ortsvereinen. Heute ist der 19. November, nächste Woche beginnt die Adventszeit. Was plant der Aulerhof alles im Advent? Oder was gibt es da für Veranstaltungen oder was Besonderes? Ja, also wir sind jetzt am Montag, wenn unsere Damen, das sind also 4 Damen, von morgens 8 bis abends spät den Aulerhof schmücken weihnachtlich. Das heißt innen, das ist wirklich viel Arbeit, und außen. Das ist einfach schön, wenn du diese Fachwerkgebäude siehst. Und das ist einfach toll, dass wir die Chance haben, im Aulerhof zu sein. Und das weihnachtlich, das ist eigentlich vom Schmuck her die schönste Zeit. Und dann haben wir am Sonntag nächste Woche, am 1. Advent, bin ich oben beim Pfarrer Bater in der evangelischen Kirche. Und da wird ein Mundartgottesdienst gehalten. Und da darf ich mit dem Andreas Konrad eine Christas erzählen am Stammtisch vom Aulerhof. Dürfen wir so 5 Minuten, 10 Minuten. Da sind wir auf jeden Fall dabei. Ein kleines Stück dürfen wir da sind, bringen. Da sind wir von Weiß ich aber noch nicht, wie es läuft, weil wir machen das wahrscheinlich Osterlameng. Bisschen kölsche Weihnachtslieder. Bisschen Spaß an der Freude. Das ist doch im Grunde genommen immer das Beste. Ne? Nicht groß planen, sondern einfach, wie man so bei uns in Köln sagt, oder im Kölner Raum, aus dem Lameng. Also einfach spontan für die. Wobei der Pfarrer hat mir schon gesagt, Herr Günther, der ist ja aus Berlin, der Pfarrer Bater. Ich sage Ihnen eins, das ist nicht der Jürzenich, das ist ein Tempel. Wir wollen mal nicht so auf die Kacke hauen. Also wir werden es da schon ein bisschen zurückhalten, dass das alles auch passt für die Kirche, selbstverständlich. Ja, und was gibt's hier bei dir in der Adventszeit? Gibt es da was Besonderes auf deiner Speisekarte? Klassischerweise in der Adventszeit, also den Gänsebraten, den wir aus der ganzen Gans hier machen, das geht richtig viel. Dann hast du jetzt in der Zeit auch Wildgerichte. Der Benni macht dann wilderer Topf oder Rehsteak, wobei wir das Wild hier aus der Region holen, der Spätestens Horst oben von Durbusch, der hat eine Yacht und wenn er was schießt, dann bringt er mir das vorbei. Ja, und dann haben wir jetzt Weihnachten schon wieder abgehakt, zumindest hier bei uns, bei unserem Interview. Am 27. Dezember gibt es dann auch wieder eine größere Aktion bei dir. Ja, das ist klassischerweise, das ist damals entstanden, 1999. Da waren wir noch designiertes Dreigestirn, also nicht proklamiert. Das ist in Köln ja immer im Januar dann entsprechend. Da wir uns fast jeden Tag auch vorher schon in Köln getroffen haben zu Meetings und, war die Weihnachtszeit für uns eine unnötige Unterbrechung der Karnevalssession. Da haben wir spontan gesagt, da war dann meine Einladung oben beim Pütze Money im Onkel Ruhe,
der lebte damals noch, der Manfred, haben wir dann eine Veranstaltung gemacht, der Baum muss fort. So, und das ist dann mit Kölscher Karnevalsmusik. Die Menschen sind hier dann Gäste bei mir, sind so 60 bis 80 Leute, aber eher 80. Alles hier im Schankraum mit Live-Musik. Muss man sich da anmelden? Kölsche Musik, nee, vorbeikommen. Petite zu Müffle, jetzt zu Süffle, Spaß und Erfolg. Aber es ist für Leute manchmal ein Kulturschock. Die haben noch Ode Fröhliche und Leise Riesen der Schnee im Kopf. Und um 11.11 Uhr geht das los, das Wasser von Kölle ist Jod. Ne? Also einfach nur merken, einen Tag nach dem zweiten Weihnachtstag, das heißt der 27. Dezember, einfach zum Auler Hof kommen, nach Waldscheid. Und sich überraschen lassen. Genau. Ralf, wir haben noch viele andere Sachen vor, da reden wir jetzt aber noch nicht drüber. Das wird alles noch eine Überraschung. Ich danke dir erstmal für das Gespräch. Gerne. Und schöne Adventszeit. Aber wir sehen uns in der Zeit bestimmt. Genau. Ich danke dir. Kommst du mal zum Essen vorbei. Alles klar. Danke. Okay.